Grüß Gott miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer Ethikratssitzung heute begrüßen. Heute liegt uns ein Video vor vom letztjährigen Schmutzigen. Es wurde von der katholischen Kirche von einem sehr seriösen Kirchgänger zugespielt. Wir vom Ethikrat sollen nun überprüfen, ob der Inhalt dieses Videos kirchenmoralisch überhaupt zulässig ist. Beginnen wird. Da sind wir mal gespannt. Hier sind Maria und Magdalena. Oh, sie schreien. Grüß Gott. Ich muss zur Beichte in die Kirche. Oh, Monsignore, sind wir auch gerade auf dem Weg zu dem Beichte? Und so? Wollen Sie in den Beichtstuhl? Das sieht ja eher aus wie eine Ausziehnummer in einem Varieté. Und das in Ihrem Alter. Aber aussehen tut schon ganz nett. Mal eine nette Abwechslung im Beichtstuhl. Wenn ich da an meinen eigenen Nachwuchs denke, prächtige Jungs, diese beiden. Haben Sie das gesehen? Denkt der, die Leute verstehen das jetzt? Der kann doch nicht Boris Becker zeigen und Harry Potter, wenn er von seinen Söhnen spricht. So ein Angeber. Gibt es sonst noch was, meine Schwestern? Oh, schon, aber ist halt so peinlich. Wissen wir doch, dass wir uns sollen konzentrieren am Sonntagsgottesdienst auf die Worte von den Pfarrern. Aber, Monsignore, wie sollen wir konzentrieren? Wo plötzlich Kirche ist wieder so sinnlich. Haben Sie schon gesehen, neue Pfarrer? Wenn er schwenke die Weihre fasst, oh la la, das ist so sinnlich. Da raucht und glitzert es in der Kirche. Also jetzt. Jetzt geht's aber zu weit. Also, dieses hochliturgisch wertvolle Element zu reduzieren auf ein aufreizendes Pendelschwingen mit Hüftschwung. Jetzt, so toll kann er das auch wieder nicht. Das sind wirklich unkeusche Gedanken. Aber schön, dass sie wieder in die Kirche kommt. Wir bemühen uns ja auch um eine moderne Liturgie. Wie finden Sie zum Beispiel den neuen Platz für die Vermeldungen vor dem Gottesdienst? Im Gottesdienst haben Sie ja echt die Liturgie gestört. Sie, Bene, aus diesen Vermeldungen vor die Messe, da könnte man richtig was draus machen. Eine richtige Appetithäppchen. Eine ganz störungsfreie Anmoderation. Liturgisch störungsfrei. Für die Gottesdienst. Ja,
Da wollen die tanzen. Und die sind doch total aus dem Takt. Haben Sie diese Choreografie überhaupt schon einmal geprobt? Also, hätten Sie das spirituelle Wochenende liturgisch tanzen einmal gebucht, dann wäre Ihnen so ein Malheur sicherlich nicht passiert. Monsignore, mich drücke noch etwas. Aktuelle Frauenbewegung, Maria 2.0. Dieses Emanzengehabe mir stets bis zum Kragen. Aber ich weiß, wo mein Platz ist. Ich fühle mich ganz wohl an meinem Platz unter dem Bischof. Ja, Position von Frauen in der Kirche. Aber das ist doch alles überzogen. Natürlich wissen wir Kirchenleute, wie die Kirchen aussehen ohne Frauen. Wie lange würden denn da ein Beichtgespräch gehen? Und wer würde da wem zu? Aber in einem Punkt muss ich jetzt aber wirklich meine Kirche loben. Da war sie schon immer sehr fortschrittlich. Echt? Da bin ich mal gespannt. Naja, Maria, du meine ganz im Sinne von Vermeide von Plastikmüll. Sieh, da hat sie schon immer verboten Kondome. So. Jetzt aber wieder zurück zu Maria 2.0. Zölibat muss weg. Die Pfarrer solle endlich heiraten dürfen und haben kleine Bambini. Aber haben sie doch nur heimlich. Aber auch wirklich vor gar nichts halt. Das heiligste Lied der katholischen Kirche missbrauchen sie schamlos. Als wenn wir nicht schon genug Missbrauchsskandale hätten.
Also, das schreit nach Exkommunizierung der beiden. Obwohl, inhaltlich haben sie ja eigentlich recht. Selig, die ihr hartnäckig und unverzagt seid. Ich spreche euch los. Maria, ist es schon richtig schön, so eine Beichte? Tut so gut. Und überhaupt, ist es hier einfach so wundervoll in Hause? Ist bei uns einfach wie in die Sitte. Augenscheinnahme der Gemeinde Inhausen. Die Frage, Herr Bischof, ist doch, ob das nur diese beiden verrückten Frauen da sind, die hier die Kirche aufmischen, oder ob es sich gar um den Beginn einer kirchenterroristischen Reformationszelle handelt. Ich denke, ich werde mir bei der nächsten Firmung persönlich ein Bild davon machen. Bis dahin stillschweigen, nichts geht an die Presse. Und der Film wird zensiert.